Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich befinde mich an der Stelle, wo ich am Wochenende mit Gunther aufgehört habe. Hier liegt er. Er ist bewusstlos. Da sind zwei Löwenbabys. Sprich, ich gucke jetzt mal ins Inventar, was ich hier raushauen kann. Die Stücke zum Beispiel. Das wiegt halt eine Menge. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass ich jetzt dahin renne. Und einfach mal nicht genügend Gewicht hab. Ihr wisst schon, die Rinde kann man raushauen, das hier kann man auch raushauen. So, okay, ich versuche mal mein Glück. Was ist denn, wenn das jetzt in die Hosen geht? Naja, wir probieren es mal. Okay, das rennt los, das ist gut. Wenn das losrennt, renn weg von deiner Mutter. Dann haben wir halt nur ein Löwenbaby, aber ich habe ja die Stelle markiert, ne? Wir können jederzeit ein neues holen. So, das sieht gut aus. Ja, ja, leg dich hin. Ich schnapp das jetzt. Na? Jo, wir haben's. Okay, und jetzt nicht wie weg. Okay, der ist richtig böse auf mich. Der ist richtig böse auf mich. Wir rennen, was das Zeug hält. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Wir sind aus der Reichweite. Leute, wir haben ein Löwenbaby. Danke nochmal an Gunther Meyer an dieser Stelle. Es hat mir übrigens, es war mir ein Fest. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und jetzt müssen wir irgendwie wieder nach Hause kommen. Also die heutige Folge geht eigentlich nur darum, wieder hier hin zu gelangen. Wie auch immer wir das anstellen. wir müssen irgendwie darüber. Wir gucken mal, ob wir das... Wir haben ja auch keinen Begleiter mit dabei. Wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Genau. Nochmal dazu, falls ihr Bock habt, ne, also der letzte Zuschauer-Livestream, beziehungsweise die Sonderfolge war ja nur mit Gunther Meyer. Hier unter meinen Videos sind immer in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Discord. Falls ihr doch noch Bock habt mitzumachen, kommt einfach dort rein, stellt euch vor und wir haben eine schöne Zeit miteinander. Genau. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen, weil ich hier was entdeckt habe. Na, das ist doch super. Da können wir doch gleich mal gucken. Boah, krass. Ich habe ja Vitalität. Ich stecke jetzt hier alles in die Vitalität wegen dieser Gesundheitsregeneration. Aber da wird nicht viel passieren, ne? Da wird nicht viel passieren. Naja, egal. Komm, wir hauen rein. Und was wollte ich noch sagen? Genau, die Folge morgen, Conan-Folge, die wird nicht stattfinden. Ich schaffe das einfach zeitlich momentan nicht. Okay, hier geht's aber runter. Also nehmt's mir nicht übel, dass erst Donnerstag wieder die nächste Folge kommt. Dafür könnt ihr heute Abend in den Livestream reingucken. Wieder mit Basti von Basswischen. Was wir da heute anstellen, weiß ich auch noch nicht so genau. Was wird hier? Ah, geht. Geht, geht, geht. Alles gut. Steile Angelegenheit. So, jetzt müssen wir hier aufpassen, ne? Dass hier uns keine irgendwelche komischen Tiere vernaschen. Und was wollte ich noch sagen? Genau, es gibt, gab ein neues YouTube-Update. Jetzt sind Likes richtig wichtig geworden für den YouTube-Algorithmus. Also wer mich unterstützen will... Was war das für ein Geräusch? Bin überhaupt noch auf Kurs, ja. Wer mich unterstützen will, immer schön die Videos liken oder disliken, das ist auch nicht schlimm. Das ist wichtig, dass da viel Interaktion auf meinem Kanal passiert, damit ich einfach, damit einfach mehr Leute zu mir finden, ne? Oh, weg, 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 das waren Wölfe. Wölfe sind scheiße. Das wissen wir. Vor allem sind die schnell, ne? Die lassen sich nicht abschütteln. Mistbiester. Okay, irgendwie sind wir entkommen. Und haben aber anscheinend wieder 9 am Arsch, oder? Eieieiei, die Gegend ist echt... Die Gegend ist echt nicht so der Hit, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft. Anscheinend. Huhuhuhu. Was ist denn das hier eigentlich? Kann man das rupfen? Mitternachts, blaue Blume. Komm, da rupfen hier. Wartet mal.
Ach Mist, jetzt habe ich mein ganzes Stroh rausgehauen. Eine Bettrolle habe ich nicht einstecken. Es wäre ja mal eigentlich klug, eine Bettrolle noch anzufertigen, ne? Eieieiei. Wo befinden wir uns denn? Wir sind ja noch nicht mal annähernd da, wo wir hin müssen. Wir sind hier so quer rüber. Hier ist ein blöder Hirsch. Ich versuche mal, wenigstens noch eine Bettrolle zu bauen. Hier ist ein Teich. Na cool, da sehen wir aber mal wieder neue Kartenabschnitte, die wir vorher so noch nicht kannten. Bloß aufpassen, ich muss hier auf der Hut sein. Okay, wir stellen Zwirn her. 5 herstellen. Ich glaube, wir brauchen bloß 3, aber lieber noch was auf Tasche. Üben ist ein Hirsch, der sich komisch bewegt. Ein Ballerina-Hirsch. So, Bettrolle. Oder Bettstaat. Bettstadt. Herstellen. Gehen wir auf Nummer sicher. So, wir müssen darüber. Einmal den Fluss überqueren. Das kriegt man hin. In der Hoffnung, dass da drüben kein böses Tier ist, was uns ans Leder will. Aber bisher sehe ich hier nur Hirsche. Genau, und abonnieren ist immer ganz wichtig. Immer abonnieren. Wenn euch mein Kanal gefällt, bitte, bitte, bitte abonniert. Das ist furchtbar wichtig. So, ich hau die mal hier hin. Dann sammle ich gleich noch Material für die nächste. Ist doch auch mal schön, so eine Folge, wo wir einfach mal komplett vom einem Ende der Karte zum anderen gelangen müssen. Wenn wir es schaffen. So. Bau mal herstellen, herstellen. Ich glaube, 3 Stück reichen noch für die Bettstadt, ne? 3 Zwirn, 2 Stöcke, 6 Faser. Können wir gleich wieder eine bauen. Okay, nochmal kurz auf die Karte geguckt. Ja, ich würde sagen, wir bewegen uns so am Rand dieses Gebietes lang. Wo es eigentlich klüger wäre, am Rand der Wüste lang zu latschen. Weil dort die Tiere nicht so krass sind. Vielleicht machen wir das auch. Wir müssen bloß irgendwie da rüberkommen. Hier sieht es schon wieder schlecht aus. Mit rüberkommen. Naja, dann müssen wir doch in den sauren Apfel beißen und durch den Norden latschen. So entdecken wir wenigstens mal was Schönes. Doch, hier könnten wir eventuell hochkommen. Weil das hier auch alles sehr, sehr interessant aussieht, liebe Leute. Fällt mir gut. So, jetzt sind wir wieder in der Wüste. Da ist ja eigentlich nicht so viel gefährliches Zeug. Ja, obwohl, ey, kommt, scheiß drauf. Wir riskieren es einfach. Das ist mir zu blöd. Das wird so ein großer Umweg, wisst ihr? Latschen einfach hier durch, hoffen, dass wir immer genügend Ausdauer haben, und um den Wölfen zu entkommen. Das schaffen wir schon. Das ist ein Bär, okay. Bär ist okay. Latschen wir einfach mal ein bisschen an dem vorbei. Was ist das? Das ist ein Wildschwein. Naja, komm, wir rennen. Rennen, rennen, rennen. Ja, ja. Waren wir hier nicht schon mal? War das nicht die Stelle, wo ich auch das Rezept gefunden habe? Der ist schnell. Wann sind Bären so schnell? Hab ich schon wieder was verpeilt? Jetzt sind wir ja doch wieder in der Wüste. Das ist so ein Quatsch. Aber wir sind auf Kurs, alles gut. Naja, ich glaube, das ist hier die Stelle, wo ich das Rezept gefunden habe für die Aloe-Suppe, die wir uns dann im Übrigen als nächstes mal herstellen werden. Ein Abenteuer hier. Ohne Begleiter fühlt man sich gleich so schwach in diesem Spiel, ne?
Vielleicht setze ich mir hier vorne gleich mal noch eine Bettstatt auf. Material dafür sammeln. Mal Zwirn herstellen. Bin sehr ängstlich, was das Spiel betrifft. So, hauen wir hier eine hin. Und weiter geht's. Und gleich die nächste hergestellt. Wie geht's? Stehen. Alles klar. Auf geht's, weiter geht's. Wo befinden wir uns? Oh, wir laufen ja völlig gerade in die falsche Richtung. Wir müssen ja mehr dort lang, ne? Ach, guck mal, genau, hier hatte ich meine Fackel aufgestellt. Wisst ihr noch? In der Folge, wo ich das Rezept gelernt habe. Gut zu wissen. Dann sind wir ja gar nicht mehr so weit weg. Aber wir müssen mehr in die Richtung. Da waren hier vorne nicht Wölfe. Die Richtung müssen wir. Oh Leute, kommen wir nicht klar. Ich komme mir einfach nicht klar. Oh je. Ist der noch hinten dran? Ne, ich bin glücklicherweise wieder entkommen. Oh Mann, die Gegend macht mich so fertig, wenn man halt auch so schwach ist, wie ich das bin. Ja, was ist das hier? Das ist eine Höhle, Leute. Nö. Das ist nur ein kleiner Unterschlupf. Das ist aber niedlich. Hier könnte man auch was Schönes bauen. Irgendwie komme ich hier mit der Orientierung nicht klar. Manchmal das Gefühl, wir latschen hier im Kreis. Schön. Schön hier mal so durchzusäppeln. Alles ein bisschen anzugucken. Boah, wo kommst denn du her, du Gräbel? Okay, der ist weg. Es ist so gefährlich hier. Leute, Leute, Leute. Wir haben es auch bald geschafft. Ein bisschen Ausdauer sammeln. Vielleicht auch nochmal eine Bettstatt auflegen. Ist es nicht mehr so weit bis nach Hause. Mag das, dass die Map hier auch so groß ist. Und die wollen ja anscheinend... Wartet, ich guck kurz. Die wollen ja anscheinend dieses Gebiet hier auch noch freilegen irgendwann. Da bin ich gespannt drauf, wie sie das dann anstellen. Wir müssen mehr in die Richtung, ja? Genau. Machen wir uns mal die Fackel, damit ihr auch was seht, liebe Zuschauer. Schon gigantisch aus mit diesen Feuern da oben. Das sind wieder böse Wölfe. Gleich ganz viele. Hier ist so ein krasser Nebelschleier. Seht ihr das? Das ist cool. Ist auch merkwürdig, dass ich hier im Singleplayer-Modus noch keinen Wüstenstrom hatte. Ich meine, gut, ich war nicht so oft in der Wüste, aber jetzt mit Gunter Meier, das Abenteuer, war ja auch wieder in der Wüste. Kam kein Wüstensturm. Jedoch im Multiplayer-Modus, den wir im Livestream immer spielen, da hatten wir jetzt schon bestimmt 3 oder 4 Sandstürme oder so. Heftig. Geil, wir haben es bald geschafft, Leute. Jetzt kenne ich mich auch da vorne langsam wieder ein bisschen besser aus. Da müssen wir bloß gucken, wo sind die Wölfe. Ich gehe mal hier auf Nummer sicher, hau das Ding hier hin. Oh. Ich bin gerade gefressen. Oder auch nicht. Na, jetzt könnte es heikel werden. Keine Ausdauer. Wir rennen einfach. Wir rennen und rennen und rennen. Hier ist alles finster wie ein Bärenarsch. Ich sehe nichts. Wie lange rennen die einen hinterher? Hier schnappt er das Reh, du blöder Wolf. Oh Gott, hier sind überall Wölfe.
Oh, keine Ausdauer mehr. Das ist schlecht. Habt das gesehen? Das hätte er mir fast in den Arsch gebissen. Es sieht nach meiner Brücke aus. Das heißt, wir sind gut unterwegs. Leute, ich will nach Hause. Ich will nur schnell nach Hause. Das ist doch hier. Hier sind wir doch richtig, oder? Eieiei, ist das ein Abenteuer? Ich glaube, ich habe übelst viele NPCs am Arsch. So, ist das hier meine Brücke? Ja, hier ist mein Zuhause. Leute, wir haben es geschafft. Da sind meine treuen Tiere. So, ihr macht das, ne? Ihr macht das. Genau, Insomniator geht übelst drauf und Grimox ist auch dabei. Und hier unsere zwei Hyänen. Die Chris und Panda. Huch. Jawohl. War tot. So, haben wir es doch geschafft, Leute. Uiuiui. Wollen wir hier mal ein bisschen Fleisch raus für meine. Dafür, dass sie so tapfer waren. Gut, das habt ihr schön gemacht. Vielen Dank. Ach, hier ist ja noch so viel Fleisch drin. Das ist abgefahren. Wie sieht's denn hier eigentlich? Oh, Alter. Wir haben Elefanten. Wie geil, wartet mal, jetzt müssen wir gucken. Ach, jetzt weiß ich wieder nicht, was wir für den Löwen brauchen. Pass auf, wir machen erstmal unser Gepäck leer. Und zwar, hier kommt das ganze Horngelumpe rein. Wo ist es? Ich blöde oder was? Ah ja, Clown. Eiszahn. Abgründiges Fleisch. Was macht man damit? Ich glaube, der Gunter Meier hat es erwähnt, aber ich habe es echt vergessen. Und abgründiger Reißzahn. Das verfällt, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt es mir auch mal schreiben, dann kann ich das am Donnerstag mit in die Folge reinnehmen, was ich damit machen muss. Ich glaube, es war irgendwas mit Kleidung oder so. Okay. Passt auf, wir hauen erstmal hier den ganzen Pfeffer raus. Das Schild. Überhaupt noch Platz. Naja, gerade so. Das Schwert bauen wir auch hier rüber. Ich will wieder einen Zweihänder haben. Okay. Wartet, was haben wir hier noch? Stab des Triumphats. Das hauen wir mal hier in meine Sonderkiste. Und Leuchtschleim, sowas hat man doch, glaube ich, hier drüben. Oder auch nicht. Habe ich in den Leuchtschleim gelagert? So vielleicht. Wo war das auch mit hier? Ah ja, das war hier mit einer Sonderkiste. Okay, das haben wir, das haben wir. Abgründiges Auge haben wir auch mal hier rein. Hat das eine Verfalls... Ne, das hat keinen Verfall. Die Sandsturmmaske, ja, die habe ich auch mit hier in meine Sonderkiste. Da wissen wir halt, wo sie ist, ne? Und das bisschen Geschirr hier, das haben wir hier rüber. Essen, Verbände, Pflanzen hier rein und dann haben wir es doch schon. Gut. Ah ja, und die... Ne, falsch. Das haben wir auch hier rüber alles. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Hä? Achso, der kann das nicht mehr stacken. Der kann bloß 25 davon stacken. Abgründiges Fleisch. Wo hauen wir das hin? Ey, wartet mal. Gab's hier nicht? Wartet mal. Gab es da nicht sowas wie einen Kühlschrank oder so? Kühlkiste. Was brauchen wir denn dafür? Trocknen und konservieren? Stufe 43. Ich bin 39. Alles klar. Schade, schade. Das hätte uns jetzt was genützt. Da hätten wir nämlich das Fleisch ein bisschen lagern können. Ich hau das mal hier rein. Oh, hier ist alles vergammelt.
Also die Knochenbrühe und gesalzene Beeren können wir ja drin lassen im Inventar. Schau mal das komplette Fleisch. Ach ja, abgründiger Reißzahn. Ich muss essen, sehe ich gerade. Oh, hier einfach alles rein. Mal so eine Suppe. Das tut ja gut. Reißzähne hauen wir auch hier rüber. Wo sind sie? Ja. So. Läuft. Ach, guck mal. Da ist die Trinkflasche gelandet. Dann trinken wir. Jetzt kannst du auch die Fackel wegpacken. Ist nämlich taghell. So Leute, da freue ich mich aber drauf. Das Löwenbaby lasse ich mal jetzt noch drin. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben oder ich gucke nochmal selber im Guide, was die denn am besten zu fressen bekommen, um mächtige Tiere zu werden. So, das ist fertig. Elefanti, ich werde bekloppt. Wir haben endlich einen Elefant. Ist wieder kein mächtiges Tier, ist aber nicht so schlimm. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Was für ein Prachtkerl. Da freue ich mich aber. So, den nennen wir natürlich. Wartet. Der nächste auf der Liste. Genau, da wird das einfach Mihaly. Mihale. Scheiße, ich hab's schon wieder vergessen. Mihale. Mihale. So, passt auf. Nichts verkehrt schreiben. Zack. Enter. Geil. Willkommen. Das kriegt mir hier Schattengewürze, Ranken. Okay, den hauen wir einfach Rinde rein. Wir haben ja genug Rinde. Das ist geil. Rinde, haben wir hier noch Rinde? Nö, brauchen wir hier noch Rinde, Leute. Hier ist nichts. Was läuft denn hier noch mit Rinde? Du läufst mit Rinde. 37, ja, es riecht erstmal, dann farme ich mal noch ein bisschen Rinde offscreen. Das gefällt mir. Guckt ihn euch an. Miale. Alles klar. Ne, Quatsch. Hier muss es rein. Aber bisher immer noch kein mächtiges Tier, ne? Merkwürdig. Wo will ich denn dich haben? Ich will dich woanders haben. Komm mal mit. Ich finde, du solltest hier stehen. Ach so, da kommst du aber nicht mehr an den Trog ran, ne? An den Tiertrog. Aber ich glaube, einer von euch hatte geschrieben, dass man die Tiere gar nicht mehr füttern muss. Wartet mal, aber das kriegt man ja raus. Ich habe, glaube ich, die Reichweite von dem Tiertrog hochgestellt. Ah ja, doch, guck mal. Ja, alles noch drin. Alles cool. Sind alle dabei. So, dann holen wir mal den nächsten raus hier. Wen haben wir denn hier noch? Ein Bär. Den setzen wir mit hier hoch zu dem anderen Bären. Ich finde es immer cool, wenn die so paarweise zusammenstehen. Die bewachen ja nämlich die Sklaven und alles. Zack. Bist du ein mächtiger Bär? Nee, bist du auch nicht. Ist nicht schlimm. Kriegst trotzdem einen Namen. So. Achso, ich muss hier mal ein Häkchen dran machen. Dann ist der nächste. Der kommt einfach jetzt Color 3D dran. So machen wir das. Color 3D wird ein Bär. Color 3D. Ich weiß gar nicht, wird das zusammengeschrieben? 3D. Oder so. Alles klar. Man hätte wahrscheinlich auch einfach Color schreiben können. Enter. Cool. Auch abhaken. Schönes Ding. Schönes Ding. Offset. Janus, der hält hier auch noch Ausschau. Jetzt gucke ich mir nochmal all meine Tiere an. Das gefällt mir gut. Ach ja, Honig können wir da ja jetzt reintun. Bären essen ja auch Honig. Und so Taxigurke, Fanta, Tigris, Rimox,
Wartet mal, da fehlt doch aber Chutney. Hä? Was, mir fehlt doch hier was. Ach, hier ist Chutney. Alles klar. Und der Meier. Und Chutney. Ihr bewacht hier mein improvisiertes... Meine improvisierte Bude mit dem Bett drin. Achso, gleich mal draufklicken. Nicht, dass ich wieder beim nächsten Mal sterben auf irgendeiner Bettstadt lande. So, dann haben wir ja da drin noch einen Nashorn. Ich fülle hier mal kurz Honig in den Futtertrog, wenn da nicht noch... Ist das gerade fertig geworden? Ich werde bekloppt. Das ist ja heute Namensvergebung. Ach, hier ist noch genug Honig drin. Namensgebung ohne Ende. Tatsächlich, das ist fertig. Guckt euch das an. Das Nashorn stellen wir neben den Elefanten. Doch, so machen wir das. Passt auf. Hat einen schönen Screenshot. Super. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Was für mächtige Tiere. Bist du ein mächtiges Tier? Es hat 5338 Hitpoints. Wo sieht man denn, ob das mächtig ist? Weiß man nicht, ne? Aber das hat auf alle Fälle mehr Hitpoints als der Elefant. So, dann kriegst du natürlich auch noch einen Namen. Schwarzes Nashorn. Ah, da gibt es dann noch die Weißen. So, dann nehmen wir noch rein. Here we go. Auch wenn er lang nichts mehr in den Kommentaren geschrieben hat. Zack. Da ist er. Und ich glaube, die kann man dann auch irgendwie mit Packtaschen ausrüsten oder so. Also zumindest hatten wir das im Multiplayer-Modus. Und dann kann man einfach mit denen auf Reisen gehen und die können halt extra viel Gepäck mitnehmen. Geil. So, dann mach ich mal noch einen schönen Screenshot. Schön, richtig. Schön. So, das ist natürlich blöd. Die müssen ja alle draufpassen. Ah, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Noch ein bisschen rauszoomen. Und einmal F12 drücken. Liebe Leute, also, wie gesagt, heute Abend Livestream, wer Bock hat, bei mir auf dem Twitch-Kanal. Ansonsten sehen wir uns erst am Donnerstag wieder. Ich schaff's morgen einfach zeitlich nicht. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, liked oder disliked, abonniert wie die Wilden. Das würde mir sehr weiterhelfen. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.